So, in diesem Video zeige ich euch, wie man die Boot-Animation über den Root Explorer ändern kann, anstatt über das Recovery. Ich habe mir im UOT-Kitchen mit meiner Framework dieser Insert-Con-ROM eine neue Boot-Animation erstellt, habe diese dann aus der ZIP extrahiert und auf die SD-Karte kopiert. Und wenn man die ändern will, ich habe sie jetzt schon installiert, wenn man sie ändern will, geht man auf den Root Explorer. So. Klickt dann auf das Verzeichnis SD-Card. Ich habe es zum Beispiel in dem Fall in meinen Ordner Android gepackt. Nee, Android, da ist er. So. Da habt ihr da die Boot-Animation, die ihr extrahiert habt. Klickt so lang. Nein, raus. Klickt so lang drauf, bis das kommt, dann geht ihr auf Kopieren. Klickt zweimal, dass ihr wieder auf dieses erste Verzeichnis kommt. Geht dann hoch auf Data. Geht da auf Lokal. Da habt ihr die Boot-Animation, die vorinstalliert ist. So, da drückt ihr so lange drauf, bis das kommt. Geht auf Delete. Und dann steht hier unten hinterher Paste. Drückt drauf und dann wird eure neue Boot-Animation eingefügt. Das war es eigentlich schon. So, ich mache das Design jetzt einmal aus und zeige euch, wie die neue Boot-Animation aussieht. So, warten wir, bis es komplett runtergefahren ist. So, das ist meine neue Boot-Animation. Geht jetzt so schnell, weil das die Schnellstartfunktion ist. So, das war's. Hoffe, ihr kommt damit klar. Wenn noch Fragen sind, einfach im Kommentar posten.